Okay. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Early Access Spiel Resequenced. Ein Titel, der am 16. oder 17., da stehen beide Daten auf Steam, weiß auch nicht warum, auf Steam erscheinen wird, und das Ganze beschreibt der Entwickler selber. Ich lese mal den Text vor. Während sie das mysteriöse Verschwinden ihrer Eltern untersucht, wird die DNA eines Studenten verändert. Resequenced ist ein Open-World-Adventure, das 2018 auf PC und Mac zu Steam kommt und für PS4 und Xbox One entwickelt wird. Also es wird auf alle Konsolen entwickelt, sehr interessant. Und es sah sau interessant aus, muss ich sagen. Ich habe die einfach mal bei Keymail angeschrieben und bumm, ein Key bekommen. Also danke dafür. Und ja, schau mal kurz in die Option rein. Ich habe es als Untertitel auf Deutsch gestellt und hoffe, dass das auch so funktioniert. Grafikeinstellungen haben wir irgendwie gar nicht. Gut, ich gehe auf New Game, bevor ich jetzt viel quatsche. Ich weiß auch gar nicht wirklich, worum es geht. Open World Adventure heißt, wir können hier rumrennen, Abenteuer erleben. Ich bin mal ganz gespannt. So, eure Meinung ist natürlich wieder gefragt. Was haltet ihr von diesem Spiel? Es ist ein unglaubliches Rauschen im Hintergrund zu hören. Das ist aber nicht bei mir. Das ist im Kopfhörer drin gerade auch. Sehr interessant. Also Open World hört sich schon immer gut an, dann Adventure und dann noch was mit DNAs und sowas. Grafisch sahen die Thumbnails, wollte ich gerade sagen, die Screenshots sehr gut aus, und ich lasse mich jetzt einfach mal mit euch zusammen überraschen, was uns denn da so erwartet. Das war ja lange Flaute auf Steam, muss ich zugeben, und ich hoffe, das wird mich jetzt so ein bisschen umhauen. Sah auf jeden Fall gut aus. So, gut. Hat's gemacht. Ich denke mal, wir kommen in eine Art Tutorial, oder? Ah, oh, das sieht echt gut aus. Jetzt mal ohne Witz. Es ist keine Hammer-Grafik, aber irgendwie hat mich doch wahrscheinlich der Hintern erstmal begeistert. Okay, WSD zum Laufen. Wow, jetzt habe ich einen Stempel. 3 months in rural America. I've heard people call it the American dream, but for a college student like me, it's probably closer to purgatory. I don't know what gave my parents the idea to buy a summer home. I've always thought of them as pretty down to earth. Maybe this is my dad's midlife crisis in action. Okay, ich habe jetzt kein Wort verstanden, das konnte ich jetzt nicht lesen. Also, wir haben ziemlich coole Steuerung und einen Charakter, den wir aus der Perspektive steuern können. Sehr schön. Okay, nein, keep playing. Noch kein Inventar. Wir lassen uns erstmal auf uns zukommen. Wir laufen zu dem Ausrufezeichen. Ich denke, ich werde den Kopf hinein und Maybe I'll even squeeze in some fun before Dad starts a one-way conversation about the benefits of summer employment. Okay, die Übersetzung ist echt schlecht. Ach, guck mal, das sind hier die... Cool. Darf ich euch nochmal lesen? Ich hau ab. Ah ne, da ist er weg. Das sind die Entwickler. Geil gemacht. Der Entwickler und Publisher gleichzeitig heißt Based on the Play. Das sind auch die Jungs hier. Die scheinen es auf dem Kasten zu haben. Alleine das Intro. Das wirkte sehr wertig. Also für LXZ-Spieler, da sind wir letztes Jahr ja gar nicht gewohnt. Ein Auto. The... Hard Residence, mein Gott. Gut, das ist mein Haus. Also ich gucke irgendwie komisch auf den Boden immer beim Rennen. Ich schäme mich so. X, ich hab X. Ich hab es ehrlich X gedrückt, okay. Das Ganze ist ja noch vor Release, also vor Early Access, also Early Access. Also nicht wundern, ein paar kleine Macken können das natürlich noch haben. Also nicht wundern, wie gesagt. Wird schon. Okay, gib mir Tipps. Hello? Hallo? Mom? Mama? Papa? Dad? Dark and creepy house? This is a job for the keychain flashlight. Schlüsselbundtaschenlampe. Aber wir haben doch gar keine Schlüsselbundtaschenlampe. It's Lux. I'm home, you know, from college. For the summer, like we talked about a few weeks ago. Huh. Die Story haben wir ja schon gelesen, ne, gerade. Oh, die Taschenlampe ist aber, hat aber lange Batterie. Ich kann jetzt hier nichts gucken. Also wir können mit E boxen. Und mit der Maus auch. Erinnert mich schon fast ein bisschen an Resident Evil. Also die Map sieht gut aus. Also die ganzen Details gefallen mir. So, wo sind meine Eltern? Wir können nicht rennen. Wir müssen so langsam gehen. Und sie schwingt die Taschenlampe mit ihrer Hüfte mit. Das ist natürlich hübsch. War hier was? Also erstmal haben wir den Fernseher, der total komischen Sound macht. Lass uns das Rätsel lösen. Aber was hat das mit DNA zu tun? Das frage ich mich gerade. They didn't mention the place was such a fixer upper. Ach, if they invited me here just to help them clean up, nur um ihnen zu helfen. Clean up, ich bin nicht glücklich werden. Okay, die Übersetzung.
Da könnten sie ein bisschen Unterstützung brauchen. So, hier kommen wir in den nächsten Zimmer. Bierdosen, Bierflaschen. Wir haben hier zwar auch noch einen Raum, aber der Treppe nach oben. Ich finde das schon gruselig, dass hier so viele Äxte hier oben stehen haben. Schöne Bilder an der Wand, die hier überhaupt nicht hinpassen wahrscheinlich. Francesco und der Eiffel. Tahiti, wow. Haiti, Germany, jeez. Mom and Dad have been everywhere. Thanks for the invite, I guess. Ob das jetzt positiv oder negativ war, kann ich nicht sagen. Wow. Aber ob das so gewollt ist? Ich kann noch nicht mehr laufen. Skip. Okay, ich habe geskippt. Aha, wow. What the? Was zum? Hier ist auf jeden Fall was. Was? Investigate. Ich guck trotzdem erstmal hier. Bevor ich jetzt da reingehe. Das ist ein ziemlich hübsches Schlafzimmer. Eine Schneiderpuppe. Dürfen halt auch keine Türen aufmachen, irgendwas. Das ist wahrscheinlich sowas wie ein Prolog. Wir suchen ja immer noch unsere Eltern, die uns hier scheinbar ein Notebook hingestellt haben. Ich interagiere damit. Okay. Der Sound. Aber das haben sie mit Absicht gemacht. DNA-Mods deal more damage when they target the enemy weakness. Match the enemy colors in the HUD with the mod's colors. Okay, das müssen wir alles lernen. Das sieht aus wie Weltraum. Jetzt spinnig oder spinnig? Oh. What the? Was zum? Das sagt ihr aber gerne, ne? Hier können wir wieder zurück oder wie oder was? Nö. Okay. Aus irgendeinem Grund starten wir eben. Wald, Chapter 1. Onboarding. Okay. Mom? Schon seltsam, seine. Dad? Anyone? Ist das die Erde? Ja, ne? Ist hier irgendwer? Hat sie gefragt. Mama, Papa. Man kann mit absolut nichts interagieren, was die Sache nicht schwer macht. Wir müssen einfach nur laufen. Hey. I was. Auf der Suche nach der Damentoilette. Who are you? I'm, How did you get here? You know what? I'll find that lady's room on my own. Hey. You don't have the authorization to be here. Okay, konnte nichts machen. Seltsamer Kampf. Is that who I think it is? It's Lux Hart. How did she find this place? We have to assume she's as resourceful as her parents are. Perhaps this is a blessing in disguise. You think she can help locate them? Honestly, if the Harts are still alive, I believe she's the only one who can locate them. Okay, ich habe keine Ahnung. Das ist so eine furchtbare Übersetzung. Ich hoffe, dass sie beim Release ein bisschen besser ist. Aber ich habe es heute runtergeladen, das Spiel. Heute ist bei mir der 14. genau. Und ich habe kein Embargo gelesen. Das heißt, ich kann es heute schon veröffentlichen. Als kleinen Vorgeschmack für euch. Okay, es ist auf jeden Fall eine sehr aufwendige Story mitverarbeitet, was ich schon mal cool finde. What is this place? Was ist das für ein Ort? Ah, Miss Hart. It's good to see you awake. Es ist gut zu sehen, Sie wach. Allow me to apologize for my agents knocking you unconscious. When stationed here, Klopfen. In this place, they don't get a lot of action. So please forgive us for the intrusion of your personal space. Ein persönlicher Raum. Okay, mein eigener Raum. Do I know you? Kenn ich dich? Please, call me Agent Mills. This is my partner, Agent Waters. Hallo, Agent. Have you seen your parents recently, Miss Hart? No. They invited me to their summer home, and I was going to spend the summer there from school. When I got there, the house was empty. Have you seen my parents? Not since an incident 2 weeks ago, Miss Hart. An incident? Are they all right? Miss Hart, do you know what your parents do for a living? Für ein Leben sure, tun. They sell vacations to housewives. It's boring. Hell, they're boring. Is she joking? Nope. Scanners indicate she's telling the truth. She really doesn't know. What if I told you, Miss Hart, that your parents were part of a secret organization? Have you ever heard of the Redaction Commission? Nein. Listen, Miss Hart, don't you think a career as a travel agent is a little bit dull for a couple like Tess and Dylan Hart?
Think back to your childhood vacations. Skydiving in the tropics, taekwondo classes in Korea, survival trips to the desert. How do you know about those trips? Do those sound remotely normal to you? Well, touche, suit guy. Everyone grows up differently, I guess. You weren't growing up, Miss Hart. You were being trained. Trained for what? For this very moment, it appears. Ich wurde trainiert. The Redaction Commission functions outside of your typical government organization. We don't report to anyone. In fact, anyone we would report to doesn't know that we exist. And we work very hard to keep it that way. Are you guys listening in on people's phone calls or something? Because if so, that's just creepy. The Redaction Commission has been tasked with keeping secrets. What kind of secrets? The kind of secrets that, if revealed to the general populace, would cause mass panic. We're talking my faith is a lie and throw us back to the Stone Age type panic. Uh-huh. Your parents are agents of the Commission. They travel the world to keep extraordinary and fantastic events quiet by covering them up, or I guess we call it solving the problems. Das dauert auf jeden Fall sehr lange hier, der Dialog. 2 weeks ago, your parents went off the grid without proper authorization. Needless to say, we're concerned with their well-being. Where are they? There's the rub, Miss Hart. With the type of cases we contain, we have absolutely no idea where or even when Wann? They might be. Zeitreise. How can I help? I'm glad you asked. You see, prior to your parents' first missions, they were given upgrades. What did you do? Up my dad's glasses prescription? We modified their DNA, giving them abilities that the general public might call superpowers. The procedure unlocked new portions of their cerebral cortex, allowing them to manipulate energy and matter. This ensures they have the upper hand in any dangerous situations. Ja, aber ich würde das auch gerne mal spielen. Was created from your parents' DNA. With them gone, you're the only other person who can use it. Lux, okay. Your mother and father are our best agents. And we need to know what's happened to them. We're willing to modify your DNA. Ich habe das mal übersprungen, er hört ja nicht mal auf zu reden. Wir sehen ja gar nichts vom Spiel so lange. Außerdem komme ich aus den Texten eh nicht, werde ich da nicht schlau raus. Ich gehe mal hier hin, wo der hin will. Also, ich habe jetzt schon, ich habe das so verstanden, dass meine Eltern dieser Spezialeinheit hier angehören, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil der ständig falsch übersetzt hat, irgendwas Schwarzmacher oder sowas. Und, die sorgen dafür, dass Geheimnisse Geheimnisse bleiben, ne? Damit die Menschen nicht in Panik ausfallen, rasten. Und ja, sind geheim. Keiner weiß, dass sie existieren. Ich weiß das aber jetzt. Haha. Und lauf mal dahin, wo er mich hinhaben will. Ich weiß nicht, warum wir da immer ein Ausrufezeichen bekommen. Da, 22 Meter. Also, sie läuft ein bisschen schief. So. Wir bekommen jetzt die Fähigkeiten von denen. Und meine Eltern sind verschwunden. Oh, das sieht aus wie ein Stargate. Cool. Hier hin. Darf ich hier drauf? Was passiert dann? Das geht nicht. Da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, guck mal. Oh, ein Dialog. Greetings, Lux. Well, sie sind nicht das Ebenbild ihrer Eltern. Ich weiß nicht. Wow. Hey, wow. Are you ready to get started with the DNA resequencing process? How bad will it hurt? Wie schlimm wird das weh? I'll give it a 15. Oh, Schmerzen von 1 bis 10, 15. We only have one shot at this. So, keep your Wir haben nur einen Schuss auf diese. Okay. Boah. Das ist natürlich ein Zoom. Ich will das so nicht. X, beginnen. Okay. Bom. Bekommen wir einfach mal Spezialfähigkeiten. Das wird ja witzig. Also wenn das alles ein bisschen flüssiger laufen würde und die Dialoge ein bisschen besser übersetzt wären, würde das schon ganz cool sein. Und wir wurden halt trainiert mit komischen Urlauben und sowas. Ja? Bungee Jumping und sowas, natürlich super Training. Oh, das sieht aber gefährlich aus. Blitzi. Okay. Wir werden gerade modifiziert. 3 Stunden später. Lux. Lux, can you hear me? Hang on.
Ich bin das Abschalten des Frequenzwandlers. Dort gehen wir. Welcome back to the land of the living. Danke. I think I have a hangover. Close enough. The procedure was a success. Nun, Sie vorsichtig sein mit jenen Fähigkeiten. You accidentally toss a fireball. Versehentlich werfe einen Feuerball. And we'll be sucked into the cold, dark void of space. Kalten, dunklen Leeren des Raums. Kein Druck. My face hurts. Your face hurts, eh? Well, was? It's killing me. Did you say something, Doctor? Hearing voices, huh? Meet Rhett. Treffen Rhett. Howdy, sweet cheeks. Was, wer ist das? So you played with my brain and now I have voices in my head? Correction. You have one voice in your head. That's Rhett. Netzhaut Head up. Umwelttaktische Telekommunikator. I took the liberty of installing the system while you were unconscious. You're telling me this Rhett thing is permanent? I'm not so happy about being here myself. No, not at all. It's removable, kind of like a contact lens. It was designed to give agents, well, your parents really, an edge in the field. Ihre Kante in was? In addition to allowing you to monitor your shields, health and ammunition, Rhett will help you identify weaknesses in any enemies you encounter, provide intel about your surroundings, and allow you to see transparent nav points, which we've hidden for obvious reasons. Also bevor du hier erstmal loslegst in dem Spiel, musst du erstmal mega viele Dialoge überleben. Ey, das ist der Wahnsinn. Das hätte man echt abkürzen können, aber wirklich. Die hört nicht mehr auf, die Dr. Töpfer. Die hört nicht mehr auf. Geh durch das Tor, komm. Ich kann nichts machen, solange Dr. Töpfer. So, ich glaube, jetzt fängt das Spiel erstmal richtig an. Natürlich muss uns das erstmal erklärt werden, wie das hier funktioniert, blablabla. Ist schon ganz in Ordnung. Aber das war jetzt auch ein bisschen elendlang und die Übersetzung war halt so furchtbar. Ich weiß, dass das ein Teleport ist. Aber wie benutze ich den? Jetzt habe ich das gerade aufgehoben, aber nicht. Da ist ein Ausrufezeichen. Ich renne da mal hin. Laufe ich überhaupt? Ich glaube, ich laufe falsch, oder? Nee, das muss nach oben gehen. Das dürfen wir endlich wieder spielen. Viel Glück da unten, sagt er. Wir haben unglaublich viele Anzeigen da oben. Ausdauer haben wir aber genug. Oh nein. Mills said you needed some firepower before you head out into the field to track down. Okay, Waffen sind gut. Mama und Papa finden es auch wichtig. You know how to use a pistol? Ja, weiß ich. Yeah, my parents have had me shooting since I was 5. Sure, but do you know how to shoot when you have another human being coming at you and all they want to do is kill you? It's not the same when the adrenaline is pumping and your fingers are slick with sweat. I'll be fine. If I never see you again, we'll know you were wrong. Schießen Sie einfach, blablabla. I'm giving you a standard issue pistol. I call it Old Faithful. It's the most reliable weapon. Zuverlässige Waffe, die wir haben. Der gibt her. Jetzt kommt ein langer Text, Witten. Nein, wow, das ist mal eine Knarre. Current ammunition in your heads-up display. Be sure to keep an eye out for more ammunition and weapon upgrades while you're in the field. Kann das auch nicht überspringen. They'll increase your ammunition capacity, damage, fire rate and reload speed. Es geht um eine Pistole, Junge. Pistole, mehr nicht, ich verstehe das doch. For the record, I'm not thrilled with Mills' plan to send a newbie like you out there to track down our best agents. I hope whatever they did to your noggin pays off. Aber scheint eine wichtige Station zu sein, weil he's sassy. I like him. Er frech, ich mag ihn. Rhett. Shut up, Rhett. Oh, having a little chat with your Rhett, are you? Well, Mills is getting antsy to get you out to the Dogon Outpost. Dogon Außenpost ist der Bereich in der Agent. Agent. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was er da unten schreibt oder sagt. Das ist der Wahnsinn, die Übersetzung. So, gut. Ich denke, ich habe eine Pistole bekommen, ne? F1. Da ist noch gar nichts. Okay, zeig mal her. Oh, nein! Look at you, all ready to go. You remind me of Tess, the first time she went into the field. Here's your parents' dossier of the cases they were investigating. 3 von 36 Dokumente gefunden. There are some pages missing though, so keep an eye out for any in your travels. Now take the nav point to the Dogon Outpost. Okay, beginnen wir unsere Suche dort, Rhett will provide you with additional intel upon arrival. Ankunft. You're sure you're up for this? I need to know my parents are safe. I couldn't live with myself if I didn't do everything in my power to find them.
That a girl. Besides, this beats getting a summer job at the local shopping mall. Die Lippen, nicht aber die Lippen. Super, dann haben wir es, glaube ich, jetzt geschafft. Ne? Jetzt sind wir 60 Meter da hinten hin. Also, wir haben eine Waffe, die sehe ich da unten im Gürtel. Und wir können jetzt das Spiel, denke ich mal, beginnen. Jetzt wisst ihr wenigstens, worum es geht. Ne? Das ist schon mal was Feines. Ausdauer haben wir nicht unendlich, aber trotzdem lange. Da geht's los. Ah, geil. Dann lass uns doch mal was sehen vom Spiel. Noch mehr jedenfalls. So. Oh, das Geräusch kam nicht. All DNA mods have a cooldown time which must expire before you can use them again. You can reduce the cooldown time by upgrading in the skill panel. Ein Skill Panel gibt es also. Ich bin gespannt, wie die Grafik hier ist jetzt. Wir haben schon eine Map. Chapter 2, Round Zero. Post. Situated deep inside a Middle Eastern valley, this facility acted as a base of operations for redaction agents as they operated internationally. First, at least it did before it was blown up under mysterious circumstances right around the time your parents went missing. Ever since the place went kablooey, guards from the nearby towns have been patrolling the premises. It seems they didn't know it was here, and they're just now realizing that the base wasn't sanctioned by the local government. Sie streckt sich erstmal. Agents Mills and Warders have asked that you keep an eye out for any remnants of the technology used in the base that the commission might be able to recover. New objective. Keep them peppers open. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe das jetzt nicht mehr. Ich habe das nicht mehr ganz. Da steht's. Also Dogen Outpost. Keep them peppers open. Find the missing Tash. 0 von 5. Wie komme ich denn an meine Waffe dran? Ja, werden wir schon rausfinden. Okay, da steht was. Das ist aber keine Person. Also grafisch gefällt mir das schon. Es wird ein bisschen viel gelabert. Destroy. Das sind kleine Spezialdinge, aber gut gemacht, gut gemacht. 9 XP. Errungenschaft. Was? Aufgabenorientiert. Das war meine erste Sache, die ich überhaupt gemacht habe. Hier ist niemand. Hier ist gar nicht mal ein Gegner. Das ist die Technik mit Sicherheit. This must be the technology that Agent Waters was talking about. Gut. Sah auch schon nach Technologie aus. Ich soll einfach nur rumrennen und 5 Sachen finden? Springen kann die Dame nicht, leider. Na, wenn das Ganze hier funktioniert. Stacheldraht. Ah, da hinten ist einer. Der bewegt sich schon sehr seltsam. Da steht noch so ein Notebook. Score, there's another. Maybe Waters will actually smile. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Waffe gezogen wird. Was ist das denn hier? Drücke O für Option. Okay, will ich aber nicht. Was bist du? Eine Fähigkeit? Oh, sorry. Schildenergie plus 1. So, jetzt aber Waffe. Rutschen mit Q. Ah. Tab. Aber wie zielt man denn? Halt, stehen bleiben, Spezialagent. Ich weiß nicht, wie man zielt. Enemies can be attacked with a fist, mit Fäuste, Waffen und DNA-Mods. Switch between Tab. Execute melee attack, pressing E. Nummerpad, oh Gott, ich gebe auf. Was ist denn das für ein komplizierter Mist? Who are you? What are you doing here? You didn't give me time to answer the first question. Darf ich denn nicht? You are trespassing on private property. Wir laden nach. Reload! Okay, das war ein seltsamer Kampf. First Blood! Okay, was war denn das jetzt mit dem Durchtappen? Noch können wir nicht viel. Also ich denke mal, im Verlauf des Spiels lernt man mehr. Es wirkt noch sehr unfertig hier. Remove. 1 von 19 Poster. Finde ich cool. Also bis auf dass das natürlich sehr schwächelt teilweise das Spiel. Was die Technik betrifft. Just two more to go. Finde ich es aber sehr professionell gemacht, muss ich sagen. Und mit ein bisschen Nacharbeit wird das Ganze wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Wir haben auf jeden Fall auf Karte alles markiert.
Also dass das jetzt hier eine Aufgabe ist, die eigentlich machbar ist. Das Kampfsystem war der letzte Rödel. Nur einfach mal gesagt, jetzt muss ich. Ich habe einen Pegelpom, warum? Da war ich rennen. Was war das? Ein Brief. Will ich nicht lesen. Wahrscheinlich irgendwie, um die Spuren auf meine Eltern zu kommen. Ein Dokument mehr. Da ist noch mein Notebook. I'm a hunter and a gatherer. Ich bin ein Jäger und ein Sammler. So. Irgendwo im Nahen Osten hier. Aber ich denke mal, dass wir die Aufgabe gleich gelöst haben. Ich würde mir noch gerne eine weitere angucken, was das Spiel so kann. Weil das Ganze jetzt noch ein bisschen verwirrend wirkte. Jetzt so langsam aber Ordnung einkommt. Finde ich so. Ich finde die Charakter, dass sie verstehe nicht, warum die so sexy sein muss. Verkaufsentscheidend. So. Der fünfte. Dann bekommen wir da wahrscheinlich nach Hause. Alright, now that that's over with. Das ist vorbei. Lox, I'm detecting human activity over at that watchtower. You should check it out. Ein, oh, was? Da ist jemand am Watchtower? Okay, das geht hier weiter. Boah, cool. Irgendwas hat er gemerkt, unser komischer Gehirnwurm. Ach, das sind unsere Agents hier, oder? Ich glaube nicht, dass sie da... Oh, nochmal eine sexy Lady. Greetings, traveler. I must say, it's quite impressive to see another female out raiding the ruins of the facility. Raiding? Raiding? Are you not a fellow treasure hunter? They seem to be growing in numbers each day. My name is Sheena. My friends and I are doing a little, well, let's call it shopping. Wie sieht's aus mit Schlammketten? Surely you know the items found amongst the sand have some value on the black market, no? Destroy. And since we clearly have you outnumbered, das ist wohl eher letal, oder? Stay out of our way. I wouldn't want to see things get bloody, okay? Trust me, what you have going on is none of my concern. You have ja. Some moxie, girl. I like that. You're clearly well trained and carry the equipment of a hunter. I may have a use for you. Perhaps you're interested in some freelance work? Noch mehr Questgeber sozusagen. Ist ja eine Open World angeblich, was ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Storehouses that are under heavy guard. Oh. If you help us, I shall compensate you for your troubles. Treasure Hunt. What do you say? Schatzjagd. Was sagst du dazu? Ich habe wohl keine Wahl. Sure, why not? I'm still finding my way around here anyway. Very good. Sehr gut. Here are the locations of the storehouses. Just clear out the guards at all three locations and I'll reward you when you're done. Easy, huh? I'd do it myself, but I need a rest after our last slaughterfest. Jetzt sind wir soweit. Du hast mir auch ein bisschen gegeben. Da. Ein Ausrufezeichen. Wo denn? Ich hab's gerade gesehen. Wo bist du denn, Ausrufezeichen? Da hinten. Wie komme ich denn da hin? Immer muss man alles selber machen hier. Oh, das sieht aber schon nach Open World aus jetzt, ne? Wow. Wir haben noch ganz andere Sachen da, ne? So rote Punkte. Oh Gott. Was ist... Das sind zwei... Ja, aber das wird mir nichts bringen. Was ist mit meinen Fähigkeiten denn? Tab haben sie gesagt. Aber bei Tab passiert nichts. Ich kann einfach nur schießen. Das war Steam. Headshot, komm. Was ist jetzt los? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet hat. Kann nichts zielen. Oh. Wir verharren. Aua. Ich verstehe das Kampfsystem gar nicht. It wasn't worth it. Schild aktiviert. Okay, das war eine Fähigkeit. Geht's nochmal? Lux
one, bad guy zero. Okay, das wirkt nicht schnittig, ehrlich gesagt, aber good work, girl. Irgendwie funktioniert das hier. Keep it up and you might earn a permanent spot on the team. Quickly now, to the next location. Nächste Position. Weapon Parts plus 2, Shield Energy, okay. Supply Depot. Also man kriegt hier dauerhaft Aufgaben und man kann auch skillen. Ich kann nicht mehr tragen, hat mein nächstes Ziel da unten bekommen. Und ich finde, wir haben jetzt ein bisschen was gesehen vom Spiel. Wir werden hier von A nach B geschickt jetzt. So wird das die ganze Zeit weitergehen und unsere Fähigkeiten werden sich verbessern. Und weiß nicht, ob wir schon unsere Eltern finden können. Das wäre natürlich interessant. Wir gucken noch kurz. Da sind aber viele Gegner. Ich werde einfach Knöpfe drücken. Ich werde wahrscheinlich sterben. Weil ich das Kampfsystem noch nicht ganz so durchschaut habe. Attacke! Wir rennen einfach hin. Das sind 3 Stück. Grafisch sieht das echt gut aus. Ne? So schön scharf. Die Texturen. Und der Hauptcharakter ist äußerst sexy. Fähigkeiten aktivieren. Das war... geht nicht gut. Ich weiß, was ich mache. I know, this isn't the type of day either of us expected to have. Was sollte die Gegner doch töten, wäre doch sinniger. I don't get paid enough to die. Und Hatcher, lad doch nach in Zeitlupe. Der ist dauernd, da oben hat man auch eine Anzeige. You hit for a girl. Er redet noch, während er stirbt. Level up. Okay, das sehen wir deswegen noch. Ich habe das Gefühl, ich bin unsterblich. Ich habe keine Ahnung, wo meine Lebensenergie ist. Von so, wir haben Skillpunkte bekommen. Smash. Outfits unlocked. Oh, Outfits. Das ist ja geil. Press T. Okay. Bup. Ach du Jemene. Outfits. Da war ein. Das haben wir. Ist ja geil, da gibt es bestimmt richtig sexy Outfits. Skill. Lebensenergie. Damage. Scanner. Weapons. Ah, seht ihr, kann man eine Menge machen. X. Grenades. Und ja, wenn der Entwickler da ein bisschen Gas gibt, dann könnte das ein ganz interessantes Spiel werden, was man so richtig schön zocken kann. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Bis dann. Wink nochmal, junge Fräulein. Kann sie nicht.